Ja, willkommen zurück. So, hier können wir weg. Warte mal. Was haben wir gesagt? Zurück zum Start. Jawohl, also Schnellreise. Also wie gesagt, wenn wir dann soweit sind und ich langsam hier diese Aufgaben mache, sind wir bereit, schnell überall hinzukommen. So schaut's aus. So, das gestrige Video war wieder Probleme. Da hieß es auch wieder, HD-Verarbeitung läuft, HD-Verarbeitung läuft. Deswegen kam gestern das Video auch etwas später online, weil ich hatte es dann nochmal neu hochgeladen und dann stand da genau das Gleiche. Aber ich hatte es ja schon YouTube gemeldet. Und es scheint, die haben sich wahrscheinlich drum gekümmert, weil das andere Video, was vorher das erste Video, was ich dann auch nochmal neu hochgeladen habe, da stand ja auch immer noch die ganze Zeit HD-Verarbeitung läuft. Und heute ist alles weg. Heute sind sie alle fertig gewesen. Hat sie aber gelöscht. Warum soll ich die denn doppelt hochladen? Hier doppelt freischalten, damit ihr sie sehen könnt. Also das Problem lag tatsächlich an YouTube. Nicht an mir. Haben sich eigentlich sehr schnell, eigentlich irgendwie doch sehr schnell drum gekümmert. Mal sehen, wenn ich das Video hier hochlade, mal schauen, was dann ist. Ob das dann gleich schneller geht, weil sonst kenne ich das. Ist es hochgeladen, dann braucht es noch ein paar Sekunden, dann ist es HD. Also immer ruhig bleiben. Wenn was nicht stimmt, kümmere ich mich drum, damit ihr dann das auch seht und eigenermaßen vernünftige Qualität kriegt. Weil da brauche ich ja nichts sagen, weil es ist ja normal bei YouTube, es wird dann ja da noch mal gerendert. Es sieht ja noch sieht toll aus in den Videos auf gar keine Frage, aber es kommt doch noch nicht so rüber, als wenn man jetzt selber im Spiel ist. Da sieht es eben halt noch ein Stückchen besser aus. Ups, hopp, 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 so nicht, Freund. Fahr vernünftig. Und sagen sie, na ja, hier, der kann auch nicht mehr das Auto fahren. Aber dann bin ich mal gespannt, was war denn doch. Ach ja, siehst du, ich muss sie ja noch markieren, habe ich ja ganz vergessen. Dass wir die ein bisschen im Blickfeld haben. Bin ich mal gespannt, was uns da so jetzt unterwegs noch so zu entdecken gibt. Vielleicht gibt es ja noch mal so eine lustige Begegnung. Also da wieder ein Turm. Wieder ein Turm, den ich dann mal eben entdecke. Ah, wieder Levelaufstieg. Ohne Stress, ohne Ärger. Ey, die fliegen wohl nur an den Türmen rum, ne? So wie ich das jetzt feststelle. An den anderen war es auch am Turm. Oh, schnell, da ist ja noch ein Bäumchen, das wir auch noch mitnehmen. Sehr schön, haben wir das auch. Noch irgendwas hier?
man mal eben schnell mitnehmen kann. Ne, sieht nicht mehr so aus. Dann gehen wir doch mal den Turm hoch. War ich schon viel, viel erreicht. Wie gesagt, ich hatte ja den Job schon angeschaut. Da gibt es ja wirklich, ja, wenig nicht, aber allzu viel, aber auch nicht. Ja, ist eine gute Mischung zwischen den Fischen, was wir momentan hier besitzen. Passt das da ganz gut drin. Nicht zu viel. Und ich glaube, würde ich das jetzt hier mit dem Angeln machen, es würde wahrscheinlich doch echt lange, 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 lange sich hinauszögern, da du ja eben, wie gesagt, nicht alles rausbekommst. Weil die Route ja nicht die schönste ist. Dann hatte ich mich da ja umgeguckt und ich habe ja schon was in Aussicht. Was ich dann hole mit euch zusammen. Schild. Und dann schauen wir mal, ne? Dann macht das hundertprozentig. Das Angeln viel, viel mehr Spaß. Das braucht sich nicht rumärgern, weil man den Fisch nicht rausbekommt. Echt, da haben sie hier saugute Arbeit geleistet. Allein, wie gesagt, diese Map-Gestaltung, ne? Auch sowas sollte man ein Spiel würdigen, wenn die Arbeit, die hier drinne steckt, um die Map so hinzubekommen, wie sie jetzt doch ist. Aber schon gesagt, die Spiele, dass die nicht fehlerfrei sind, die ist ja dann, ich habe da was gehört, die es ja auch gar nicht gibt, fehlerfreie Spiele. Und ich finde, diese Aussage unterschreibe ich auch nicht, dass sie das viel zu früh rausgebracht haben. Weil ich schätze mal, die haben es getan. Die wurden wahrscheinlich so langsam blind und haben jetzt noch kaum Fehler gesehen, geschweige gefunden. Kann ich mir gut vorstellen. Und haben sie gesagt, wir veröffentlichen das, damit wir Spieler halt sagen können, okay, hier Leute, habe ich einen Fehler gefunden. Oder das ist nicht so das Beste, wie ihr das gemacht habt. Und so kann man wenigstens ein bisschen mithelfen. Damit aus dem Spiel wirklich das Spiel schlechthin wird. Und es hat verdammt großen Potenzial. Das muss man auch mal sehen.
Nicht über so eine scheiß Kleinigkeit mal keine Fische kriegen oder keine Fische mit der Angel rauskriegen. Ist so. Ja, Fishing 4 hat sich auch keiner aufgeregt, dass sie nur eine Stipprute hatten, wo sie auch keine großen mit rauskriegten. Ich meine, halt, da war doch was. Da hat doch was geblinkt. Hä? Ach, war vielleicht zu langsam. Hat er vielleicht gedacht, ich möchte aussteigen. Nee, nee, ich will nicht aussteigen. Außer es ist was da. Was, dass sich das Aussteigen lohnt. Dann steigen wir auch aus. Und jetzt lohnt sich das Aussteigen. Denn ich habe einen Baum gesehen. Den wir ganz schnell uns einverleiben. Da springen auch Fische. Ey, guckt euch das an, ey. Wie schön sieht das aus mit den ganzen Wasserfälle. Hier ist auch ein Wasserfall. Ey, ist doch super, Mensch. Das ist doch wirklich super. Nur allein, wie es dann auch vom Stein abprallt, das Wasser. Echt schön. Echt schön gemacht. Nicht schlecht. Eine kleine Unterbrechung für euch, ein paar Millisekunden, für mich eine Minute oder zwei. Ja, kann weitergehen. Also aus dem Spiel wird hundertprozentig noch was. Oh, hier geht's. Berg auf. Auto kommt aber wohl noch hoch, oder? Wie dass ich jetzt noch raus aussteigen muss und schieben muss. Echt ist doch wirklich wunderbar, was die hier hingezimmert haben. Da gibt es nichts. Nichts dran auszusetzen, nichts zu meckern. Einwandfrei und wunderschön. Weil Angler und auch ein Jäger, die sind naturverbundene Leute. Aber die hier im Spiel sind, sind nicht naturverbunden. Ja, mit Natur nichts am Hut. Gänse, einwandfrei. Einwandfrei, jetzt haben wir auch von Gänse gehört. Halt, hier ist doch so ein Lagerfeuer, oder? Nee, sah so aus. Sah so aus. Und ich dachte schon, da können wir was entdecken. Also da hinten ist auch wieder ein Bootssteg. Also die haben sie ganz gut verteilt hier auf der Map.
Aber warte mal, wenn buschig ist, könnte da eventuell auch ein Wanderweg oder wie das war stehen. Nee, 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 ist nur der Steg, ist nur der Steg. Ja, ist nur der Steg hier. Ja, sonst ist hier nichts. Dachte, dass hier auch was steht. Weil meistens stehen da ja auch diese Hütten da, wo man auch die Schnellreise mitmachen kann. Ne, sind nicht da. Hätte ja sein können. Wenn man so sitzt und das nur so anguckt, da kann man nur schweigen. Wunderschön. Da haben sie auch schon wunderbar aufgebaut. Haben die Map auch super schön hingekriegt. Die können das. Da gibt es nichts zu sagen, das können die. Die wissen, wie sowas geht. Wie man sowas macht. Nur wenn die ganzen Steine da rumliegen, ey. Ich frage mich immer, wie kommen die Menschen auf diese Ideen? Wo holen Sie das alles her? Echt Wahnsinn. Aber dann sind wir ja auch bald da. Ja, dann wird das diesmal ein kurzes Video. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, wie lang die Videos werden. Es kann meins länger gehen. Das von gestern ging nun mal eine Stunde und ist doch egal. Das heute ist etwas kürzer. Aber nicht viel entdeckt, ne? Alter, blinkt da was? Ne, sah nur so aus, konnte man nur durch diesen Stein gucken. Okay. Ey, guckt euch das mal an. Einfach nur, weil da so großer Stein liegt, reicht schon. Toll. Und wie gesagt, die Fische gehen nicht weg, die bleiben. Oder vielleicht haben wir ja auch das Glück, während wir hier die Tour machen, dass ein Patch kommt mit neuen Fischen. Weil ich will ja ein bisschen Spaß an diesem Spiel haben. Würde ich jetzt auch zum Wasser rennen und schnell angeln, angeln, angeln. Ich halt. Ach, da blinkt sie. Dann. Was soll man denn machen? Was soll man da machen? Ah, Mission abgeschlossen, habt ihr gesehen? Was soll man denn da machen, wenn die gefangen sind? Also lass uns doch Zeit. Weil, so wie ich sehe es, die Map hat es verdient, sich zu gucken. Weil sie sehr gut gestaltet ist. Das hat sie sich verdient.
Ich brauche mich nicht rumärgern. Oh, seht ihr, entweder wohnt da keiner oder die haben da den Qualm vergessen. Ich schätze mal eher, da wohnt keiner. Sehr toll gemacht, ehrlich. Oh, da hinten gibt es wieder einen Turm. Sehr toll gemacht. Schau mal an, wie schön das aussieht. Also mir ist schon aufgefallen, die Wasserfarben ändern sich. Hier scheint es wohl vom Fluss her oder so ein bisschen trüber geworden zu sein. Das ist so ein bisschen schmuddelig aus. Und da haben wir wieder eine Levelstufe. Ist Außenposten 2 von 4. Na, gucke an. Guckt euch das an. Hier gibt es auch eine Tafel mit nochmal Herausforderungen. Schick. Das ist ja top. Ich dachte, das wäre nur an dieser Hauptbase da, wo wir gespawnt sind, also vom Tutorial hingeschickt worden sind. Ich höre hier was. Wo ist denn das? Ach, hier, auf dem Tisch. Bar und Grill, also hier könnten wir speisen. Aber abgeschlossen. Siehst du, selbst für unser Wohlergehen haben sie hier gesorgt. Also mit so einem Teller, die sind sehr dreckig, würde ich mal sagen. Da würde ich nichts von raus essen. Ist auch ein Strick gleich, wenn das Essen nicht schmeckt, kannst du gleich da am Baum aufhängen. Ah, hier ist der Ranger wieder, der hier haust. Ey, jedes Dörfchen hier oder Station sieht immer anders aus. Guck mal, allein dieser Berg da. Die Bergspitze und dann dieser flache. Ob man da raufklettern kann? Ob da oben was drauf ist? Wer weiß das? Das weiß keiner. Ah. Ich glaube, Briefkasten scheint es nicht zu sein. Aber ich schätze mal, das ist so ein Kummerkasten. Da kann sich jeder sein Leid von der Le Seele schreiben, da reinstecken. sehr schön gemacht. Ah, seht ihr? Auch an den Turm fliegen die Raben. Also fliegen die nur bei den Türmen. Kann man sich sogar nur Ausschau halten nach den Raben. Sehr schön, sehr schön. Nur der Seht da unten, wie schön der gestaltet ist. Ey, toll gemacht, toll gemacht. Ja, die Pflanzenkunde geht weiter. Ah, nochmal. Nochmal. Noch eins. Habe ich hier noch eins? Gerade nichts mehr. Also ich finde den Berg, der sieht echt klasse aus. Und irgendwie passt der hier rein, ne? Irgendwie passt der da gut hin. Ich sag immer wieder, von der Map-Gestaltung das Allerbeste. Wahnsinn. Jetzt mit den Qualmen aus den Schornsteinen ist
so ein bisschen Leben drinne. Schick. Schick, 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 schick. Ich dachte, ich hätte wieder noch was gehört. Schick gemacht, schick gemacht. Der Reich der Indianer sind wir. Nicht, dass sie noch kommen und es uns abknallen. Oder am Marterpfahl stellen. Ja. Okay, das war. Es ist mal ein kurzes Video geworden. So ist es, so muss es. Mal lang, mal wieder ein kürzeres. Besser geht's doch nicht. Besser geht es nicht. Toll, 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 toll. Echt klasse gemacht. Selbst so Fässer mal hingestellt, gut ist. Oh, eine Insel mit einem Haus drauf. Ah, oh, da jetzt zu wohnen. Das wäre ein Traum, sowas als Wohnhaus zu haben. Auf eine schöne Insel, man hat seine Ruhe. Kein Nachbar ärgert einen. Und man hätte seine Ruhe. Angel. Hat man, also ist man auch versorgt. Und da ist von uns irgendwas versteckt, Leute. Da müssen wir hin. Ey, ich finde das so super, dass man hier die Fische sieht. Verdammt nochmal. Andere Spieler haben, wünschen sie sich das laufend. Aber wäre schön, wenn man hier die Fische mal sieht. Und hier sehen wir sie. Sehr schön, sehr schön. Dann weiß man hier sind Fische. Man sieht sie, also sind die Fische auch da. Ja, okay. Wo geht's denn hin? Ach, Silbermine. Die Silbermine. Okay, Leute, dann sage ich mal, obwohl mir würde es reizen, noch mit dem Boot da auf die Insel zu fahren. Ne? Nee, lassen wir. So, okay. Okay, dann sage ich mal wieder Tschüss. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und jetzt schauen wir noch mal eben schnell, wo. Irgendwo hier unten hatte ich doch gestern die Mühle gefunden, sehen, ne? Wasserfall. Ach, das ist das Sägewerk. Aussichtsturm. Emerald Lake. Silbermine. War das die Silbermine? Ja, die Silbermine war es. Ah, hier, ja. Hier müssen wir dann hin. Ja, der kürzeste Weg wäre. Ja, zur Geisterstadt zurück. Dann fahren wir hier lang, hier lang, hier lang. Ja, nehmen dieses hier gleich mit, dieses gleich mit, fahren dann hier über die Brücke. Fahren dann hier rechts ab, hier hoch. Ja, und dann immer die Nase lang. Und hier den nächsten Weg links. Genau. Okay, das aber erst morgen. Okay, dann gehabt euch wohl.
Und wir fahren morgen zur der Silbermine. Oh, da springen die Fische. Ja, ey, das Wasser ist ja sowas vom Wahnsinn. Da ist auch ein Fisch. Seht ihr ihn? Reizen tut's mir, aber nein, ich mach meine Sache erst fertig. Ey, guckt euch den schönen Fisch an. Guck mal, den schätze ich sehr groß, weil Wasser verkleinert, oh nee, Wasser vergrößert eigentlich den Fisch, ne? Ey, den würde ich mit der Angel jetzt nicht rauskriegen. Dafür sind andere zuständig, die versuchen den Fisch rauszukriegen und dann meckern, weil sie nicht rauskriegen. Okay, Leute. Ja, habe ich bis jetzt auch nichts weiter entdeckt. Na, hier ist, kann man noch so Ruderboote mieten, wa? Gut, dann sage ich, wie gesagt, tschüss und bye bye, bis morgen.